Ja, wir haben uns die letzte Woche, in den letzten zwei Wochen schon darauf vorbereitet, wollten die ein bisschen kommen lassen, haben gesehen, dass sie Witten auch bei eigenem Ballbesitz sehr, sehr auf die balleigene Seite schieben. Wollten dann Bälle gewinnen, früh und dann schnell Diago auf die andere Seite spielen. Leider erste Halbzeit gar nicht reinkommen, viel zu ängstlich gewesen und konnten leider das, was wir uns zwei Wochen vorgenommen haben, dann nicht so umsetzen, wie wir das geplant hatten. Also in erster Linie war das Ziel, dass wir kompakt stehen, dass wir die Räume eng zumachen, natürlich dann vorne auch Wähle unter Druck setzen. Das haben wir in der ersten Halbzeit vor super umgesetzt, sind denen auch dann in Führung gegangen mit 2-0. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen, das darf uns nicht passieren als Regionalligist. Im Endeffekt dann bin ich froh, dass wir dann ins Finale eingezogen sind. Naja, wir wollten natürlich schon erstmal kompakt stehen und die Null lange halten. Das ist uns noch nicht gelungen durch eine Riesenaktion von Schulz, wie der den Ball verarbeitet und reinmacht. Da muss man den Hut vorziehen. Dass wir dann das 0-2 durch eine Standard bekommen, ist bitter. Das passiert uns eigentlich sehr selten. Und wie wir dann aus der Halbzeit zurückgekommen sind, muss ich sagen, Respekt. Da hat die Mannschaft nochmal richtig angekurbelt, guten Fußball gespielt. Natürlich mit einem Sensationsfreistoß von Sonay. Und ja gut, dann über den Elfmeter, das ist einfach nur bitter. Ansonsten hätten wir bestimmt noch 15, 20 heiße Minuten erlebt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir so weit, dass wir Norderstedt zumindest im Überlegen hatten. Aber jetzt unterm Strich ist es so, wie es ist. Es ist okay. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sowas von überlegen waren und den Wedlern keine Torchancen gelassen haben. Wir sind 2-0 in Führung gegangen. Hätten im Grunde genommen dann in der zweiten Halbzeit eigentlich durch die Chancen, die wir noch hatten, den Sack eher zumachen müssen. Und so sind wir natürlich durch einen Freistoß nochmal in Gefahr geraten, weil das hat nochmal im Kopf nochmal Kräfte freigemacht bei Wedel nach dem 1-2. Aber Gott sei Dank haben wir auch weiterhin bis auf so eine halbe Kopfballchance nichts wirklich zugelassen und haben dann durch die Elfmeter dann auch, glaube ich, den Sack zugemacht.